Das ist ein 10-Euro-Schein. Für 10 Euro bekommt man richtig viele Gummibärchen. Oder Schokolade. Für 10 Euro kann man sich so viel Pommes frites kaufen. Und wenn man doppelt so viel Geld hätte, könnte man sich doppelt so viel kaufen. Also einfach mal den Schein kopieren. Was ist das denn? Kopierschutz eingeschaltet? Und wenn der Schein kopiert wird, dann sieht die Kopie auch irgendwie nicht in Ordnung aus. Aber das ist alles richtig so, denn Geldscheine darf man nicht kopieren. Wer das macht, der kommt ins Gefängnis. Ob ein Geldschein echt ist oder nicht, das lässt sich ganz schnell rausfinden. Zum Beispiel hier in so einem Buchladen. Wenn man ein Buch kaufen möchte und mit einem Geldschein bezahlt, dann hält der Buchhändler diesen Schein dort in das schwarze Kästchen. Schein ist echt, Buch ist bezahlt, der Schein kommt in die Kasse und fertig. Aber wie genau kann man rausfinden, ob so ein Schein echt ist oder nicht, wenn man kein schwarzes Kästchen hat? Dafür sind wir dahin gegangen, wo die Scheine gedruckt werden. Zur Bundesdruckerei nach Berlin. Das Gebäude ist sehr gut bewacht. Und wir sind das erste Fernsehteam, das da rein darf, um dort zu drehen. Jeder von uns bekommt eine Passierkarte. Und da müssen wir einzeln in so eine Schleuse treten. Die eine Tür geht zu, Bauch reinziehen, die andere geht auf und schon ist man drin in der Bundesdruckerei. Hier gibt es riesengroße Stapel Papier. Das Papier sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Aber wenn man sich's genauer anschaut, dann sieht man solche silbernen Streifen. Wenn man da näher rangeht, erkennt man ein Euro-E und ein paar Zahlen, die glitzern, wenn da Licht drauf fällt. Und wie ist das im Vergleich zu einem gefälschten Schein? Weil man Falschgeld nicht besitzen darf, sind wir zur Polizei gegangen. Die konnten uns helfen. Das ist Herr Scherzberg und der hat einen falschen Geldschein in der Hand. Auf den ersten Blick sehen sich Falschgeld und echtes Geld ziemlich ähnlich. Wenn man aber mal die beiden Glitzerstreifen nebeneinander legt, dann kann man auf der rechten Seite den echten Schein erkennen mit der 10 und dem Eurozeichen. Und auf dem gefälschten Schein links sieht man eigentlich gar nichts, es glitzert nur. Man kann einen echten Schein auch an dem Wasserzeichen erkennen im Papier. Das Wasserzeichen erscheint, wenn man den Schein gegens Licht hält. Wie so ein Wasserzeichen funktioniert, haben wir mal nachgebaut. Das hier ist die 10, die ist ausgeschnitten aus Pergamentpapier. Darüber kommt ein Torbogen, ausgeschnitten aus dickerem Papier. Und über das Ganze nochmal eine Lage Papier. Wenn da jetzt Licht durchscheint, erkennt man das Wasserzeichen. Da, wo das Papier dicker ist, bei dem Torbogen, ist es dunkler. Und wo das Papier dünner ist, bei der 10, da ist es heller. Auf dem falschen Schein auf der linken Seite sieht man den Torbogen immer, der ist nämlich nur draufgedruckt. Und bei dem echten Geldschein taucht das Wasserzeichen wirklich nur im Gegenlicht auf. Man sieht da auch noch was, wenn man den Schein vors Licht hält. Einen dünnen Metallstreifen. Da, da steht auch was drin. 10 Euro. Im Vergleich zum falschen Schein oben, da sieht man gar keinen Streifen. Dieses besondere Papier mit den Wasserzeichen und den Metallstreifen wird in der Bundesdruckerei bedruckt. Zuerst die Rückseite. Durch so ein Sieb wird goldene Farbe gedrückt. Da kommt das Papier raus. Und was wurde drauf gedruckt? Da. Ein Streifen mit einer 10 und einem Euro-Symbol. Weiter geht's mit so einer richtig großen Druckmaschine. Da sind viele Walzen drin. Jede Walze druckt einen Teil des Geldscheins auf das Papier. Hier werden die Papierbögen von beiden Seiten gleichzeitig bedruckt. Und so sieht ein Teil des Musters auf der Rolle aus. Die Papierbögen laufen von oben durch die Druckmaschine, werden da in einem Wahnsinnstempo bedruckt und kommen dann am anderen Ende wieder raus. So sehen die Papierbögen aus. Da sieht man so ein paar rote Striche, könnte eine 1 sein. Und auf der Rückseite gibt es das gleiche nochmal. Komisch, was das wohl geben soll. Wenn man den Schein wieder gegen das Licht hält, dann wird aus den Strichen eine komplette 10. Bei dem gefälschten Schein auf der rechten Seite, da funktioniert das nicht so richtig. Daran kann man gut eine Fälschung erkennen. Übrigens, wenn man so einen Geldschein unter spezielles Licht hält, wie es der Buchhändler gerade macht, dann erkennt man ganz viele bunte Farben und kleine Fädchen.
Ein gefälschter Schein, der schimmert nur blau. Da gibt es keine bunten Farben. Und wenn man sich so einen Geldschein unter der Lupe anschaut, dann erkennt man ganz viele kleine Buchstaben. So fein können Fälscher meistens nicht drucken. Das ist der echte Schein. Und bei dem gefälschten Schein, da sieht man nur Punkte. Diese feinen Linien und Buchstaben, die gibt es natürlich auch auf der Rückseite. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zur Druckerei, denn die Geldscheine sind noch nicht fertig. Da fehlt noch was ganz Wichtiges. Genau, die Zehen und der Torbogen. Die sind auf einer Metallplatte eingraviert. Spiegelbildlich. Diese Platte wird auf eine Walze gespannt und los kann's gehen. Das Bild wird jetzt auf die Vorderseite der Scheine gedruckt. Da kommen die Papierbögen an, werden hier bedruckt und flitzen da aus der Druckmaschine wieder raus. Fertig gedruckt. Diese Zehen, die da in Rot ist, die kann man sogar fühlen. Und auch die große Zehen ist fühlbar. Das liegt daran, dass das Bild richtig in das Papier reingedrückt wurde. Das kann man sich so vorstellen. Auf die Zehen kommt ein Stück Papier und mit einer Gummiwalze presst man das Papier über die Zehen. Und zu guter Letzt werden die Geldscheine nummeriert. Das passiert hier. Wir haben das mal mit Spielgeld gemacht und einem Zahlenstempel. Jedes Mal, wenn man stempelt, geht's eine Ziffer weiter. 6 und danach kommt die 7. Der Stempel stempelt und zählt weiter. Genauso passiert es auch bei der Bundesdruckerei. Die fertig bedruckten Geldscheine werden jetzt nochmal kontrolliert. Da wird geguckt, ob auch alles in Ordnung ist. Geldscheine, die nicht so sind, wie sie sein sollten, werden ganz klein geschnitten. Von denen bleiben nur winzige Schnipsel übrig. Jetzt müssen die großen Papierbögen nur noch auseinandergeschnitten werden. Und fertig sind die 10-Euro-Scheine. Die werden jetzt noch schön verpackt und kommen dann zur nächsten Bank. Es ist also ganz schön aufwendig, einen Geldschein herzustellen. Deshalb sind sie aber auch nicht so leicht nachzumachen. Nur mit einem echten Schein kann man sich echte Sachen kaufen.